Autos, die in Wertung gewesen sind. Und es ist ja auch da schon Tradition, die besten drei werden hier entsprechend geehrt. Und ich darf mal eben noch vielleicht ein bisschen Hintergrund stiften. Der Neunte, der reingekommen ist, hat sich mit 230 Punkten in die Listen eingetragen und das beste Team mit 365 Punkten. Also es gibt da schon noch den einen oder anderen, der da einen Baumaffen mehr entdeckt hat oder in der Prüfung ein bisschen optimaler unterwegs war. Also es gibt da schon, denke ich mir mal, zwischen 230 und 365, ihr kennt alle die Punktevergabe, da ist schon eine Lücke. Ja, die besten drei wollen wir ehren und die Dritten sind gewesen, die Startnummer 30, Stefan Kümmel mit einem VW Käfer 1200 Typ 1. Darf die mal nach vorne bitten. Auf den zweiten Platz die Startnummer 50, Ulrich Richter, Willis Jeep M38. Ja, und ja, jetzt bin ich irgendwie überrascht. Ich bin jetzt völlig überrascht, weil die Klasse 2 hat gewonnen, die Startnummer 1 mit dem Team Stefan Grün. Zutiefste Überraschung. Ja. Aber gut, wer hinten Breitreifen fährt, der ist natürlich auch gut unterwegs. Also, herzlichen Glückwunsch allen dreien. Wo ist der Dritte? Der Zweite, Richter Ulrich. Habe ich vorgelesen, ja sicher. Kümmel Stefan, Richter Ulrich und Stefan Grün mit Partner. Also, haben wir was zu verschicken. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner der Klasse 2. So, jetzt. Gewinnen die besten drei. Ich darf also nach vorne bitten mit der Startnummer 20, Machold Tim, Fiat 1500. Dann die Startnummer 28, Team Brent Markus. Und mit der Startnummer 29 auf Platz 1, das Team Hartmut Pelz. Volvo 544. Ich dachte, ihr macht das dann. Ja, die waren alle total. 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 Ja,